Willkommen bei meinem neuen Video von meinem Kanal, das sind wir. Wir waren heute ein bisschen in Holland bummeln, weil wir jetzt die letzten 2 Wochen ziemlich viel zu tun hatten mit der Einschulung und ja, da war es ja hier so warm, dann ist man ja auch viel draußen, viel unterwegs. Wollten wir dieses Wochenende mal ein bisschen ruhig angehen und dann waren wir heute ganz spontan, sind wir nach Holland gefahren, ein bisschen bummeln und was essen, gemütlich. Wussten jetzt aber auch nicht, ob es nicht eventuell zu voll ist, aber es ging und wir haben auch trotz dessen, dass es dort keinen Mundschutz getragen, der muss Mundschutz getragen, da waren wir uns dann irgendwie ein bisschen, war uns da ein bisschen wohler. Ja, da wollte ich euch zeigen, was wir da Schönes gekauft haben. Die Mädels hier haben sich natürlich einiges ausgesucht. Die freuen sich immer total über diese ganzen Krimskrams-Läden. Da waren wir erstmal bei Intertoys. Ist ja total der schöne Spielladen, Spielwarenladen. Gibt's ja hier kaum noch, ne? Hier gibt's ja höchstens, also bei uns jetzt, gibt's höchstens Mistoys. Das war's dann aber auch schon. Also, und das ist, da fährt man halt extra hin, ne? So in der Stadtmitte gibt's eigentlich nichts. Baby One oder so, aber das ist ja mehr nur für Kleine, wie der Name schon sagt, Baby One, ne? Also die Rosalind hat sich da einmal hier von Lego so ein Disney-Set ausgesucht. Das ist von Belle, das ist ein Buch. Also wenn man das aufgebaut hat, haben wir jetzt natürlich noch nicht, dann sieht das hier aus wie so ein Buch zum Zusammenklappen. Kann man so ins Regal stellen, kann man es halt aufklappen und dann da drin spielen. Da ist auch die Belle bei und das Biest. Biest hat auch eine Perücke und kann dann auch der Prinz sein. Und da gibt es halt auch noch hier andere Bücher von, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall Anna und Elsa habe ich gesehen, gab es da. Ich würde sagen, das Ariel wahrscheinlich und Cinderella, denke ich. Wollte sie gerne haben, fand sie schön. Sie hat so viel Geld zur Einschulung bekommen, dass wir gesagt haben, sie darf sich ja einen Teil aussuchen. Auch wenn es ja jetzt eigentlich zur Einschulung schon reichlich gab. Und die Olivia hat sich so ein Nam-Noms-Überraschungs-Cupcake ausgesucht. Und da ist dann so ein süßer Cupcake drin. Also es können ja auch andere sein. Und die Olivia steht nämlich total auf Lipgloss und Labellos. Und da kann man dann die Mütze abnehmen. Die ist also ganz gummig. Schön zum Spielen. Und dann kann man das hier aufdrehen. Und dann andersrum ist das nämlich ein Lipgloss. Ja, riecht auch total lecker. Ja, da war die dann erstmal beschäftigt. Eine halbe Stunde hat die sich da erstmal voll geschmiert. Die hatte auch hinterher die Hände klebrig, alles klebrig. Das ganze Ding hier ist auch schon klebrig. Aber so hat sie auch eine kleine Freude. Mit Spielzeug für unterwegs ist es ein bisschen schlecht. Die hätte das dann alles ausgepackt und dann umgeschmissen und dann wäre wahrscheinlich die Hälfte schon weg. Dann waren wir bei Claire's. Claire's, ich liebe ja solche Läden. Claire's Accessorize. Ich könnte da, weiß ich nicht, stundenlang drin verbringen und einen riesen Korb voll einkaufen oder wahrscheinlich alles einkaufen. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch so ist, aber bei Claire's gibt es ja einmal auch sehr viele Angebote und da war halt jetzt 3 Teile kaufen und 3 Teile bekommt man geschenkt dazu. Und die Rosalind wollte gerne sich so ein paar Scrunchies, wie heißen die genau? Könnt ihr mir ja gerne auch in die Kommentare mich mal verbessern. Ich weiß nicht ganz genau. Scrunchies, glaube ich. Die wollte sich gerne mal so ein paar aussuchen. Und die waren hier so im Dreier-Set. Die sind richtig schön neon. Und dann hat sie eigentlich auch passend zu jedem Outfit eins. Fand ich ganz cool. Sie anscheinend auch. Die hat sie sich ausgesucht. Dann noch hier so ein Scrunchie, was aussieht wie so ein Bandana. In Gelb. Dann hat sie sich diese 3 schönen Haarreifen hier ausgesucht. Oh, von dem einen ist jetzt schon direkt eine Blume abgegangen. Na, herzlichen Glückwunsch. Sage ich ihr besser nicht. Umtauschen ist jetzt auch schlecht. Ja, und diese beiden, die fand sie, glaube ich, aber sowieso am schönsten. Der eine hat hier so gepunktete Blümchen und der andere halt diese. Ja, und von dem hier ist jetzt gerade eine Blume abgegangen. Gucken, ob ich die finde, dann klebe ich die mit Heißkleber dran. Die Olivia wollte unbedingt auch etwas und hat sich diese 3 super süßen Armbänder ausgesucht. Das ist einmal ein blaues, da hängt ein Herz dran. Hier hängt rot eine Kirsche dran. Und das ist pink mit einem pinken Pudel. Oder rosa Pudel. Dann hat die Rosalind sich hier eine Einhornkette
ich glaube, mit einer Dose drunter, wo Einhorn pups, soll das, glaube ich, sein. Und dann hat die sich noch hier so ein Lipgloss. Kennt ihr diese Lipglosse? Davon hat sie schon ein paar. Erstmal haben wir hier so einen Anhänger, kann man überall dranhängen. Und dann macht man diese Gummihülle hier, diese Tiergummihülle ab. Aber die gibt es auch mit anderen, nicht nur mit Tieren. Kann man den so aufklappen. So ein bisschen wie so Eis am Stiel. Davon gibt es, ich glaube, hunderte verschiedene. Und auch die Geschmacksrichtungen sind auch immer richtig. Das ist jetzt hier Coconut, Kokosnuss. Aber Zuckerwatte gibt es und so richtig viel. Finde ich eigentlich richtig süß. Ist auch wenigstens mal so ein Labello, da ist ja nichts. Also für Kinder ist das ja, ne, da haben sie ein bisschen Spielereien auch wenigstens dran. Dann war ich in meinem Lieblingsladen, HEMA. Mittlerweile gibt es HEMA auch hier überall, also bei uns. Aber trotzdem, wenn wir in Holland sind, ich renne sofort nach HEMA. Und hier habe ich das 10 Autominuten entfernt und da bin ich eigentlich nie. Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Auf jeden Fall habe ich der Olivia da so einen süßen Body, oder besser gesagt mehrere, weil ich finde diese mit diesen süßen Ärmchen so toll. Und der hat noch so schöne Schmetterlinge. Und ich hatte ihr nämlich letztens in unserem Kurzurlaub bei HEMA schon einen gekauft. Und in ihrer eigentlichen Größe. Die scheinen aber klein auszufallen und der ist schon ganz schön spack. Und da war ich schon traurig, dass ich nicht noch einen mitgenommen habe. Und also in größer. Und jetzt hier hatten sie den nämlich in größer. Das ist nämlich dieser hier. Mit den Kreisen. Auch mit den gleichen Ärmchen hier. Total süß. Ja, bei HEMA ist nämlich im Moment auch Sale. Und dann gab es die zum halben Preis. Oder ja, genau, die gab es zum halben Preis. Und dann hatten sie noch diesen hier. Jetzt habe ich nämlich, denke ich, genug Bodies, bis sie dann keine mehr braucht. Ein paar haben wir ja noch. Und die Olivia, die möchte jetzt ja immer öfter schon auf die Toilette. Und ich meine, sie wird ja auch schon in ein paar Monaten 3, was nichts heißt. Ich mache da auf gar keinen Fall Druck, aber wie gesagt, sie möchte schon oft auf Toilette und vielleicht ist das ja bis dahin sowieso mit den Bodies erledigt. Und wir tragen durchaus auch Kurzarm-Bodies im Winter, ne? Weil also unsere Kinderärztin sagt immer, man soll die Kinder so warm einpacken, wie man sich selber einpackt und nicht unbedingt wärmer. Und ich ziehe auch nur ein normales Unterhemd im Winter an und nicht ein Langarm-Unterhemd. So, dann hatten sie noch bei HEMA diese süße Leggings, eine ganz normale Leggings, in rosa mit pinken Punkten. Die habe ich noch mitgenommen, weil in den Größen immer da nicht so viel, die meisten Sachen sind immer ganz klein. Und die hatte ich jetzt gerade gesehen, in der Größe habe ich die noch mitgenommen, weil da ja wie gesagt Sale ist und die kostete mal irgendwann 4,50 € und ich habe jetzt 1 Euro dafür gezahlt. Für 1 Euro kann man immer eine Leggings gebrauchen. Die Rosalind war mit und hat sich noch bei HEMA diese wunderschönen Sticker ausgesucht. Sieht man die? Ja, die sind so richtig schön goldglänzend, metallic. Richtig schön. Ja, und dann waren wir noch in einem Laden. Den gibt es, glaube ich, wirklich nur dort. Weiß ich gar nicht. Könnte ich gleich mal gucken. Ich bin nicht intern. Und zwar heißt der So Low. Ja, und das ist irgendwie so ein XXL Kaufhaus. Ist so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an Xenos. Ja, an Xenos oder auch an Action. Aber halt in viel größer noch. Da haben wir für die Mädels hier so Einhorn-Seifenblasen-Dinger geholt. Da können die gleich auf den Balkon gehen und können da direkt loslegen. Die hatten eigentlich da so Riesen. Kennt ihr bestimmt. Diese Dinger gibt es ja auch noch groß. Aber ich denke mal, dass die Olivia das direkt auskippen wird. Ich kann das doch nicht so gut halten. Und da habe ich gedacht, da reichen doch kleine zum Auskippen. Die Rosalind hat sich da ein paar Sticker noch ausgesucht, weil die im Moment gerne überall immer was draufklebt. Und die Olivia kann sich auch sehr lange mit Stickern beschäftigen. Die klebt dann irgendwas auf Bilder, dann fängt die an drumherum zu malen. Krickelkrackel erstmal nur, aber das macht die total gerne. Und dann habe ich da hier noch so 3D-Rosen in allen Farben. Sticker. Fand ich auch cool. Hab ich gedacht, dann kann sie auch direkt nochmal ein bisschen so fühlen, weil die ja so 3D sind. Findet die bestimmt. Also, ich habe sie gefragt, sie wollte sie haben.
findet sie schon richtig gut. Weil die Rosalind wollte nämlich diese großen 3D-Rosen. Ich wollte ihr diese hier andrehen, weil ich dachte, da hat sie alle Farben, aber wollte sie nicht. Dann war die Rosalind letztens bei einer Freundin und kam wieder und hatte am Arm so Glitzer-Tattoo, aber selbst gemalt. Und dann hatten sie da jetzt gerade zufällig so ein Set. Da kann man sich die Glitzer-Tattoos mit Schablone auf den Arm oder ja, hier auf der Rückseite ist auch ein Fuß malen. Dann hat die Olivia sich hier diesen Haarreif ausgesucht. Ich glaube, Holland ist ja das Land des Karnevals. Also die sind ja total Karneval verrückt. Und in diesem riesen Kaufhaus da hatten die auch so viel Karnevalsachen, so viel Karnevalszeugs, Kostüme und also hauptsächlich aber auch so Accessoires und hier Konfetti-Bomben, Raketen und also total viel. Und da hat die Rosalind sich hier so ein, die Olivia, Entschuldigung, sich hier so einen Haarreif ausgesucht. Dann für unser neues Auto habe ich hier so ein, wir hatten nämlich noch keinen Duft und neue Autos riechen ja aber so extrem. Viele finden ja lecker, ich finde es überhaupt nicht lecker und die Rosalind auch nicht. Die sagt immer, das Auto stinkt. Stinkt ja eigentlich nicht, es riecht halt neu, ne? Und wir wollten eigentlich schon die ganze Zeit so einen Duftbaum aufhängen oder so ein, gibt es ja auch so Schälchen. Und da hatten sie jetzt hier so einen Gameboy, der riecht nach Kaugummi. Haben wir jetzt mitgenommen, probieren wir mal aus. Dann hatten sie da so Mini-Kühlakkus, die haben wir mal mitgenommen, weil die Rosalind vorne in ihrem Tornister so ein Fach hat für Kühlakku. Ja, damit sie da ihre Getränke morgens ein bisschen kühlen kann, haben wir das jetzt mal geholt. Dann hat sie sich gestern beschwert, dass sie nur ein weißes Radiomi in ihrem Mäppchen hat. Und da hatten sie jetzt hier so ein iPhone-Radiomi und Smiley-Radiomis, die wollte sie gerne haben. Also sie hat gesagt, ganz viele andere Kinder haben ein rotes Radiomi in ihrem Mäppchen. Und sie hat ein weißes, findet sie halt doof. Ja. Dann hatten wir gestern online geguckt, weil die Rosalind ja immer alles sofort haben muss. Aber das lohnt sich ja gar nicht. Also die sind ja online viel zu teuer. Dann hatten wir uns halt schon mal ein bisschen inspirieren lassen, was es so gibt. Und dann da hatten wir jetzt eine riesen Auswahl. Da konnte sie richtig, richtig schön gucken. Sie hat sich hier so eine Haarspange ausgesucht. Die Olivia hat ja den Haarreif. Und die Rosalind hat sich hier so eine Klammer ist das. So, upsala. Schmetterling, auch schön. Und in der Mitte hat er noch Steinchen. Ah, sieht man gar nicht. Doch, so. Ich habe dann hier diese Eisstiele. Heißen die so? Diese Hölzer. Die gab es da im Bund, habe ich hier noch nie gesehen. Und wir wollten jetzt schon ein paar Mal was basteln, wo man so Stiele brauchte. Und dann hatte ich mal irgendwann welche bei Action mitgenommen. Die waren aber ein bisschen zu groß und die waren halt nur beige, holzfarben. Und da fand ich jetzt richtig cool, die sind total bunt und die haben halt auch eine schöne Größe. Da kann man mal schön was mit basteln. Und die Rosalind hat sich hier noch einfach nur rosanes Tonpapier ausgesucht. Weil ich hatte letztens einen ganzen Stapel, einen ganzen Karton Kopierpapier gekauft, weil das ist ja immer nur weiß, ne? Aber am liebsten, also meine Erfahrung zeigt, dass die Kinder auch am liebsten auf weißem Papier malen. Also diese ganzen Malbücher, die kann man sich echt sparen. Malen die vielleicht, wenn die ganz klein sind, ganz gerne mal aus, über den Rand aus. Aber hinterher wollen die eigentlich immer weiße Blätter haben. Also hier ist es so. Und meine Nichte, bei meiner Nichte ist das genau auch so. Ja, das war's auch schon. Wir haben nur ein paar Kleinigkeiten gekauft, wie gesagt. Wollten ja nur ein bisschen unsere Zeit vertreiben, ein bisschen an die frische Luft. Haben da auch richtig schön am Markt gesessen draußen und gegessen. Es war da super möglich. Es war nicht zu voll. Also war gut machbar. Wir haben uns offen gelassen, dort noch in den Supermarkt zu gehen. Wir kaufen eigentlich immer gerne auch so ein paar typisch holländische Leckereien, sage ich mal, ein. Aber das war zu voll. Also da wollten wir uns nicht reinquetschen. Früher war das mal so, dass man extra mal hingefahren ist und alles eingekauft hat. Und die meisten Sachen kriegt man ja mittlerweile hier. Also im gut sortierten Supermarkt bekommt man ja alles Mögliche, ne? Das war unser Tag in Holland. Mal gucken, was wir morgen machen. Morgen, denke ich, werden wir mal einen Ausflug machen. Irgendwo spazieren und den Park. Ein bisschen Spielplatz. Also nichts Aufregendes und ein bisschen Sportliches an der frischen Luft. Ja, dann sagt mir doch mal so, was ihr am Wochenende so macht,
ob ihr gerne nach Holland fahrt. Das würde mich auch mal interessieren. Viele kennen das ja gar nicht, die jetzt halt nicht so grenznah wohnen. Aber die wohnen ja dann wiederum eventuell an der Tschechei oder an Polen grenznah. Also wir waren jetzt in Venlo, wo ihr gerne nach Holland fahrt. Venlo, ich finde immer Venlo ist so ein Hotspot, aber für Deutsche, die nach Holland fahren. Aber vielleicht könnt ihr mich ja eines Besseren belehren und mir sagen, wo ihr gerne hinfahrt. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst oder auch einen Daumen nach oben und vielleicht auch mal ein paar Kommentare. Ihr dürft mich auch gerne Sachen fragen. Bis zum nächsten Video. Schaut gerne wieder rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!